preist den Herrn kostbare Leute. Dies ist ein Bericht direkt aus Nakuru, aus Kenia, heute am 23.12.2021. Liebe Leute, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn es wird der höchst historische Erweckungs- und Heilungsgottesdienst des Herrn am 30. und am 31. Dezember 2021 in Kenia, Nakuru, stattfinden. Dies wird die größte christliche Versammlung auf der Erde sein. Was für eine enorme Gnade vom Herrn, dass wir die Möglichkeit haben, uns noch einmal alle versammeln zu dürfen und den Herrn zu loben und zu preisen und die mächtigen Endzeitwunder des Herrn zu feiern. Kostbare Leute, Millionen Menschen aus Kenia und aus allen Nationen von dieser Erde, sie bereiten sich auf die heilige Versammlung des Herrn vor. Auf dem über 110 Hektar großen Gelände Menengai in Nakuru in Kenia findet dieser mächtige Heilungs- und Erweckungsgottesdienst statt, am 30. und am 31. Dezember 2021. Gefolgt von der 10. Internationalen Pastorenkonferenz am 1. und am 2. Januar 2022. Alle Krankheiten unter der Sonne werden geheilt, liebe Leute. Die mächtigsten Propheten des Herrn haben bereits mehrere Prophezeiungen über diesen mega höchst glorreichen Heilungsgottesdienst gegeben. Und bei diesem Heilungsgottesdienst werden alle Krankheiten unter der Sonne geheilt, wie Tumore, Gelähmte, Blindheit, Taubheit, Krebs, Diabetes und sogar HIV/AIDS und alle Arten von psychischen Störungen und Krankheiten. Kostbare Leute, was für eine Hoffnung, was für eine Wiederherstellung. Wir können aufatmen und uns gut vorbereiten, dass wir von dem Herrn besucht werden und dass wir nicht mehr die gleichen sind, dass wir geheilt und wiederhergestellt werden. Kostbare Leute, im Laufe der Jahre wurden bereits Tausende von Krüppel geheilt und allein in diesem Jahr 2021 wurden mehr als 108 Krüppel vom Staub erhoben durch die Verordnung von den mächtigsten Propheten des Herrn. Halleluja! Und diese Heilungen, sie werden auch überprüft von den Ärzten vor Ort, von dem medizinischen Dienst in Kenia, zusammen mit einem nationalen Team von Spitzenmedizinern. Jedes einzelne Heilungswunder wird aufgenommen, wird zertifiziert. Man kann sogar auch den Vorher- und Nachher-Zustand sehen. Der Vorher- und der Nachher-Zustand von den Geheilten. Man kann also sehen, wie der Krankheitszustand zuvor war und danach, nachdem der Herr sie heilt. Halleluja! Liebe Leute, es wird auch eine weltweite Ausstrahlung geben, angefangen hier in Kenia. Der nationale Radiosender K24 wird das Treffen ausstrahlen. Auch Jesus ist Lord Radio und viele weitere globale Sender und Netzwerke werden dieses höchst historische biblische Ereignis live übertragen. Die verschiedenen Nationen von allen Kontinenten werden die glorreiche Erweckungsveranstaltung des Herrn, welche in den verschiedenen Sprachen wie Russisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Finnisch und Französisch übersetzt wird, über die sozialen Medien wie YouTube, Facebook und Twitter live übertragen, kostbare Leute. Jeder ist eingeladen, jeder ist herzlichst eingeladen, egal welcher Konfessionsangehörigkeit oder Weltanschauung. Jeder Mensch ist eingeladen, sogar so viele Menschen aus den verschiedenen Nationen, aus allen Nationen sind willkommen, um nach Kenia zu reisen, um diese enormen Wunder und Heilungen selbst zu sehen, selbst mitzuerleben. Liebe Leute, der Eintritt ist total frei und der Transport wird gestellt innerhalb von Kenia. Viele, viele Christen, Evangelisten, Pastoren, Bischöfe und Erzbischöfe aus der ganzen Welt werden in größter Anzahl teilnehmen. Sogar viele Regierungschefs sind auf dem Weg nach Nakuru, wie eine hochrangige Kongressabgeordnete und Gemeinderätin namens Maija-Liisa Tikkanen aus Finnland und
Diese Frau wurde bereits auch geheilt, während sie eingeschaltet war beim Online-Gottesdienst, als die mächtigsten Propheten des Herrn im März 2021 Heilung verordnet haben. Da hatte sie ihr eigenes Heilungswunder spüren können, erfahren können, denn sie war kaum in der Lage zu gehen oder zu stehen. Sie musste sich immer stützen an Krücken und sie hatte große, große Gehschwierigkeiten. Aber zu der Verordnung von den mächtigsten Propheten des Herrn konnte sie mit einmal gehen und stehen, und das sogar bis heute, kostbare Leute. Und dieses Heilungswunder wurde auch von einem finnischen Arzt für Neurochirurgie bestätigt. Und die Geheilte des Herrn sagte: Dies ist der versprochene Prophet aus der Bibel in Maleachi Kapitel 3, Vers 23 und 24. Der furchterregende Prophet Elia, der vom Herrn gesandt wurde, um uns zu unserem Schöpfer und zu einem heiligen und christlichen Lebensstil zurückzuführen, sodass wir bereit sind für die Entrückung der Gemeinde. Kostbare Leute, wahrlich, wahrlich ist dies ein weltweiter Aufruf zur Buße und zur Abkehr von jeglichen Sünden. Der Herr ruft alle Nationen zur Buße auf, der Herr ruft alle Nationen zur Heiligkeit auf, um den Weg für das bevorstehende Kommen von Jesus Christus, den Messias, vorzubereiten. Verehrte Zuhörer und Zuschauer, bitte kommt nach Kenia und versucht noch nach Kenia zu kommen, denn es ist eine einmalige Gelegenheit, die keiner verpassen kann, die keiner verpassen sollte. Viele, viele Nationen sind bereits hier und beten den Herrn an, bereiten sich vor in Heiligkeit und in Buße und versuchen ihr Bestes, so gut wie möglich in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor dem Herrn zu erscheinen. Dies ist ein großes Wunder, das der Herr uns bietet, denn keiner hätte gedacht, dass während der Coronavirus-Pandemie noch die Möglichkeit besteht, dass wir nach Kenia fliegen dürfen und an diesem Mega-Heilungsgottesdienst teilnehmen dürfen. Lasst uns also die Gnade Gottes empfangen, lasst uns gut vorbereiten, indem wir Buße tun, jede Sünde bekennen, abkehren von Bosheit, Betrug, Lüge, Korruption und ein wahres, heiliges Leben führen. Lasst uns unser Herz öffnen für diese immense Gnade, diese immense Barmherzigkeit und diese immense Liebe, die der Herr uns gibt. Verehrte Leute, ihr könnt euch auch die Prophezeiungen anhören in deutscher Übersetzung, die die mächtigsten Propheten des Herrn bereits zu diesem höchst historischen Ereignis gegeben haben, auf dem YouTube-Kanal Jesus kommt Deutschland. Wenn ihr Fragen habt, kostbare Leute, meldet euch einfach unter bereutundbereitetdenweg@gmail.com und telefonisch unter 0160 920 10220. Kostbare Leute, ihr könnt auch immer einschalten auf jesusislordradio.info, um weitere Updates für die Erweckungsveranstaltung und den mächtigen Heilungsgottesdienst zu erhalten. Der Herr segne euch reichlich und ich wünsche jeden Einzelnen eine wunderbare, heilige Vorbereitung für dieses enorme, mächtige, höchst glorreiche Erweckungstreffen. Lasst uns alle beten, dass wir von dem Herrn besucht werden und dass wir niemals die gleichen sind. Möge der Herr uns alle ganz mächtig berühren in Deutschland, sodass auch wir Erweckungsträger werden, sodass auch in unserer Nation Erweckung in einer enormen Weise ausbricht und viele Menschen bei der Entrückung dabei sein werden. Der Herr segne euch und behüte euch. Ganz viele Grüße und Gottes Segen.